Man, shame about the paintwork. Inside. Wegen diesem kleinen Kratzer. Leck mich! Okay? Ich meine, selbst die Garage von Los Santos Customs ist nicht so nachtragend. Man kann ein Fahrzeug abliefern mit tausenden Schusslöchern drin. Und noch mit einer riesen Delle, aber das? Komm schon. Aber jetzt heißt es erstmal, E-Mail zurückzuschreiben. Und zwar einfach nur ein trauriges Smiley. In der Hoffnung, dass ich weiß, oder er weiß vor allem Dinge, was ich damit meine. So. Das Beste ist ja eigentlich, ich würde sogar den Foto behalten, ne? Wenn ich jetzt nicht auf so einem komischen Trip wäre, dass ich nur... Darf das noch was, ein verdammter Röpser? Wenn ich halt eben jetzt nicht auf dem Trip wäre, nur noch teure Fahrzeuge zu nehmen und halt eben mit ganz, ganz, ganz kleinen Ausnahmen. Und jetzt heißt es erstmal wieder... East Los FM, mein Lieblingssender. Komm schon. Genau diese Stelle kann so nervig sein. Ich werde jetzt erstmal hier mein Geld einspeichern. 14.000 habe ich bar dabei. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie man jemanden das Bargeld stehlen kann, weil mir so schon einige Male passiert, dass mich jemand umgebracht hat, ich eine ziemlich heftige Summe an Bargeld dabei hatte und die wurde mir nicht geklaut, obwohl er über meine Leiche drüber gelaufen ist. Vielleicht muss man erst die Leiche teabaggen, ich habe keine Ahnung. Komm schon, ich will endlich ein LKW mit einem Sattelschlepper fahren. Sattelschlepper, oh Gott. Auf jeden Fall mit einem Anhänger, okay? Sagen wir es einfach mal so. Deswegen werde ich jetzt mal ganz kurz zur Highway fahren, um danach mir ein LKW zu holen und danach 2 Meter weiter in mein eigentliches Fahrzeug wieder einzusteigen. Weil es... Oh Gott, dieses Lied. San Juan Sounds, ich vermisse dich. Ich werde jetzt erstmal wieder ausmachen. Ah, Leute, einerseits ist die Musik irgendwie genial, aber andererseits tötet die auch manchmal meine Ohren. Deswegen, ja, Respekt an East Los FM, dass sie wirklich es geschafft haben, so einen Mix darin einzubauen. Warte mal, was steht da? Oh, bevor ich es vergesse, ich habe immer noch gar kein Fahrzeug verkauft. Ist mein Charakter irgendwie betrunken? Oh mein Gott! Bin verrückt! Ich mag einen Spruch immer sehr arg und zwar I think I just pissed in my pants oder irgendwie so in der Art. Fuck off! Ich krieg trotzdem 3 Sterne, hätte ich den ja töten können! Na, glückliche Schweine. Ermonst. Ich krieg Mordgedanken, wenn die das machen. Ja, okay, es ist schon krass. Ich würde mich wahrscheinlich auch nicht so toll finden, wenn mich jemand überfallen würde. Ausrauben würde, das wollte ich sagen. Aber das im Ernst. Komm schon, ja. Mir ist doch gerade eben eins aufgefallen, und zwar, der Highway liegt ja komplett woanders. Und wie gerne würde ich eigentlich einen LKW einspeichern. Und den noch ziemlich krass tun. Schusssichere Reifen. Am besten noch einen violetten Lack in dem Fall. Bessere Panzerung. Und solche Bling-Felgen, die man eigentlich schon nicht mehr drauf tun könnte. Oh Gott. Hallo. Ein Phaeton FQ2. $5000. Ich will eher nach dem SUV gucken oder ein Fahrzeug, was 8 oder 7 oder 9000 wert ist. Wow, komm schon! Fette wirklich die Höchstgeschwindigkeit. Ja, jetzt reden wir. Aber das kann ich jetzt auch nicht mehr akzeptieren, dass ich so schnell fahre. Ah, scheiße, ich wollte es eigentlich nicht machen. Tut mir leid. Autsch. Ach ja, dafür kriege ich gar keine Sterne mehr. Weil das ist ja irgendwie normal, dass man in der Flucht einen LKW in die Luft jagt, samt Fahrer. Die Polizei, ich verstehe die Logik manchmal nicht mehr. Da wird man erschossen, wenn man ein geklautes Fahrzeug fährt. Aber da kann man teils Leute erschießen und die Polizei interessiert sich nicht dafür. Rockstar! Es ist einfach nur genial, dass sie es gemacht haben. So, komm schon hoch. Hoch! Hoch! Ah, Dreck. Helikopter ist da.
Okay, so viel zum Thema. Oh ja, ein Traktor, das wäre doch bestimmt eine tolle Fluchtmöglichkeit. Eldor, Eldor, Eldor. Toll, das Lied wurde zu einem Ohrwurm. Ich nehme es zurück. East Los FM ist der beste Sender. Okay, Umänderung. Ah nein, ich lasse es jetzt erstmal an. Obwohl nein, ich würde jetzt erstmal das hier anmachen. Ein bisschen besser, sag ich's mal so. Upsala. Nein, 60 miles per hour. Also ich weiß nicht. Das ist wirklich nicht schnell. Wir haben es auch in kmh umrechnet. Ah Gott, meine Finger. Gefrieren gerade eben ein, obwohl mein Zimmer 20 Grad hat. Worüber ich sehr dankbar bin, ne? Beim Durchschnitt ist es bei mir immer 16 Grad. Und beim Spielen kann es ziemlich kalt werden, ne? Mit 16 Grad, das kann ich euch gleich sagen. Das Beste ist ja sowieso, um ein paar Lackarten freizuschalten, ne? Muss man Monster-Stunts machen. Deswegen werde ich die auch öfters jetzt machen. So viel zum Thema. Komm schon! War das jetzt keins? Cool. Das mag ich echt. Komm schon rein. Ah, ich weiß nicht, ich will irgendwie hier nicht warten. Ne? Das Problem ist, wenn die Polizei hier vorbeifährt, hat die einfach mal so einen Wunsch, einfach mal einen Schwenke nach rechts zu machen, einfach mal zu gucken, was da drin ist. Und das macht die auch schon, ich weiß es sehr oft manchmal. So, jetzt erstmal umdrehen. Und endlich nach einem Fahrzeug suchen, was jetzt auch wirklich zum Verkaufen lohnt. Buffalo, Buffalo. Warte kurz. Oh ja, schon viel be- Oh mein Gott. Das wollte ich eigentlich nicht mal. Wie gerne würde ich eigentlich Franklins Buffalo im Online-Modus haben. Problem ist halt eben nur, die einzige Möglichkeit, wie man es reinbekommt, ist entweder, wenn man Modder ist, oder wenn man einfach jemanden kennt, der es in seiner Garage drin hat durch einen Duplikationsglitch. Ja. Hier irgendwas. Was zum Teufel ist das da hinten, ne? Ah, das sah kurz nach dem Sportwagen aus. Ja, okay, um fair zu sein, diese Chrysler Crossfire ist ja eigentlich teils ein Sportwagen, aber ich meine jetzt einen, der 8000 wert ist. Geralt. Ich fand die Übersetzung irgendwie gerade eben lustig. Hey Fool heißt nicht eigentlich im Endeffekt nur Hey, sondern Fool ist eigentlich schon, geht in Richtung Idiot. Aber ich glaube, das ist die sanfte Art von Beleidigung. The fuck? Danke für dein Orakel. Der wurde jetzt natürlich nur zum Verkaufen. Naja, gebracht. Natürlich. So, die AK jetzt erstmal hier rausnehmen und noch klein wenig das erledigen. Du hast keine Munition mehr, die du verteilen kannst. Ich habe noch genügend. Danke, Spiel, aber ich wollte es eigentlich auch gar nicht machen. Gangmitglieder. Hallo. Muss ich jetzt wirklich wieder nach vorne laufen? Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, aber... Okay, da kann jetzt erstmal nichts kommen, aber dort. Danke! Das liebe ich einfach nur, wenn ihr mich so nennt. Ich bin nur einer, du A-Loch. Hey, komm, steck nochmal deine Birne raus. Sie war so schön. Au! Was zur Hölle? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Dieser Cheater. Nee, 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 nee. Ich nenne ihn nicht Cheater, sondern Noob. Voll krass auf diese Map hier Schrotflint zu benutzen. Also, Alter, das geht voll nicht. Hit the Dow. Ja, ja. Nur für dich. Ich weiß, klein wenig so Verschwendung von der Haftbombe, aber I don't care. Falls es Big Boss ist, hoffentlich nimmt es mir nicht übel. Was zum Teufel? Warum ist er so geflogen? Komm. Ja, hier.
Hit the dough. Hit the dough. Ich würde mal gerne wissen, warum sich Leute von meiner Freundesliste sich gegenseitig töten, aber wer weiß, vielleicht geht's ja da um was Spezielles, um was ich noch nicht mich hier gekümmert habe. Vielleicht. Ach, keine Ahnung. Ja, das ist doch sehr toll. Manchmal echt erstaunlich, wie viel die am Torso aushalten, vor allen Dingen, wenn die eine Schutzweste tragen. Egal mit welchem Kaliber, die überleben es einfach. Komm raus, bevor ich dich holen kommen muss, und darauf habe ich keine Lust. Nein, 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 nein. Was zum Teufel geht hier gerade in die Luft? Soll ich fragen? Oh, ja, ja, mich flankieren. Der letzte ist bestimmt unten, wie es aussieht. Natürlich, ich liebe es einfach nur, wenn sie da unten rumgeigen. Gangangriff bestanden. Kills 20. Oh my Jesus Gott. Oh my Jesus Gott, ja, so kann man es natürlich auch sagen. Geh 500 RP. Verglichen mit dem Rennen, was man machen kann, ist es eigentlich wenig, aber ich hatte mich jetzt gerade klein wie die Föhren da vorne. Paddy, wenn du das weitermachst, dann muss ich das als Angriffsakt sehen. Obwohl, ich glaube, er meint es wirklich als Angriffsakt. Ach, keine Ahnung. Mein Junge, ich muss dir eins sagen. Mit einem Bastard hat man ziemlich viele Nachteile. Deswegen, es lohnt sich ja nicht nur, einen Bastard zu verwenden, ne? Wenn man gegen Fahrzeuge kämpft. Nicht, wenn man gegen einen Typen kämpft, der gerade eben zu Fuß unterwegs ist. Weil der kann so einem ziemlich das Leben erschweren, wie man ja in einer Folge mal sehen konnte, als jemand meinte, er müsste mein Fahrzeug über der Tankstelle zerstören. Oh mein Gott, Hilfe, ich werde angegriffen, ich bin ein unschuldiger NPC mit dem MG. Warum steht da überhaupt ein Galador? Ah, das, dieses Fahrzeug könnte ich ja nicht auch mal kaufen. Oh ja, Galadole. Nein, ich will drüber rutschen. Drüber. Drüber. Oh, danke, wie lieb von dir, dass du mir einfach hier ein Fahrzeug bringst. Hui, komm schon, mach weiter, Paddy. Bin's scharf drauf. Then you might hear. Also die Zivilisten haben jetzt... Fuck! Ich meine, upsi. Mir kommt gerade eben eins, und zwar, diese SUVs hier sind 7000 wert, und das ist ziemlich viel. Hey, dein Verderben ruft gerade eben an, und zwar ich. Ist weniger anrufen, sondern eher dich auf dem Fahrzeug rausziehen, aber mir ist scheißegal. Kann es kaum erwarten, bis ich ein MG kaufen kann und erweitern kann. Upsala! Is this all I hear is... Ah ja, all I hear is Radio Gaga. Oh, ist ein Wagen, der mich verfolgt. Okay, dachte schon. Ich hätte jetzt ein ganz kleines Problem gehabt, wenn er mich jetzt mit dem Bastard angegriffen hätte. Und jetzt erstmal einspeichern. Was sage ich einspeichern? Verkaufen! So, komm schon, ne? Ich glaube, den vollen Preis werde ich jetzt wahrscheinlich... Doch, kriege ich. Nice. $7000, me likey. Habe jetzt wenigstens ein bisschen Geld wieder zusammen verdient, ohne jetzt die ganze Zeit Rennen zu fahren. Und das... Sicher hat es einen positiven Erfolg, ne? Oh, Saint. Oh, Saint. Und mich kannst du jetzt auch erstmal einen Gefallen tun, wenn du so lieb bist. Und zwar zu meinem Fahrzeug fahren. Also mir gefällt auf jeden Fall sein Wagen. Aber es ist halt eben 240.000 und ist ziemlich viel. Aber eins, was ich euch versichern kann. Wenn ich nicht irgendwann mal zu einem gewissen Punkt in Geld schwimme, werde ich kein Bugatti kaufen. Weil 1 Million im Online-Modus ist zu viel. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah nein, die wäre doch gemein. So.
Ach, ich schreibe ihm kurz was. So. Da, 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 da. So, same. Tier jetzt erstmal. THX. So, und fertig. Braucht nicht lange und man läuft nicht Gefahr währenddessen erschossen zu werden und vor allen Dingen natürlich das Deutsche verlieren. Wie konnte ich nur das vergessen? So, ich kann jetzt theoretisch Läden überfallen, aber ehrlich gesagt habe ich nicht wirklich Bock darauf, aber ich sehe nicht jetzt wirklich eine andere Methode. Ich habe einen Wagen verkauft. Ja, theoretisch kann ich Rennen fahren oder einen Überlebensmodus machen, aber nein, danke Leute, lieber tue ich mir ein neues Tattoo verpassen als das. Oder ich könnte auch ein Patriot einspeichern. Ja, das geht natürlich auch. Lalalala. Ein schönes Fahrzeug hast du da. Ich will es jetzt erstmal klauen.